Hallo liebe Zuschauer und Abonnenten, was geht ab? Das Thema dieses Videos ist die hydrostatische Grundgleichung und wie wir mit dieser Gleichung den Druck, sagen wir, unter Wasser ausrechnen können. Diese hydrostatische Grundgleichung sagt aus, dass der Druck in einer ruhenden Flüssigkeit nur in Richtung der Erdschwere sich ändert. Hier in Richtung Z, das habe ich jetzt hier so eingezeichnet. Der Druck hängt also nicht von der Form oder Größe eines Gefäßes ab oder von der Wasseroberfläche ab. Also was haben wir hier? Unser Druck P ist gesucht und ist von Z abhängig. Die Erdbeschleunigung G ist konstant. Rho, die Dichte des Wassers hier, ist ebenfalls konstant. Denn Flüssigkeit ist inkompressibel, lässt sich also nicht zusammenquetschen oder zusammendrücken. Dadurch lässt sich diese Gleichung relativ einfach lösen. Ich mache das jetzt hier mal im Schnelldurchlauf. dz auf die andere Seite rüberbringen. Wir setzen die Integrationsgrenzen ein, also P1, P2, Z1, Z2. Und wir können dann nach P1 auflösen. Dann bekommen wir diese Gleichung, die Differenz Z2 minus Z1. Nenne ich jetzt mal Tauchtiefe H. Okay, das heißt, der gesamte Druck P1 hier bei Z1 unter Wasser ist die Summe aus dem Druck an der Wasseroberfläche. An der Wasseroberfläche haben wir P2 gleich 1,013 bar. Das ist jetzt der Druck bei Normalatmosphäre. Plus dem statischen Druck aus Rho mal G mal H. Und wir haben einen linearen Zusammenhang zwischen Druck und Tauchtiefe. Mit dieser Gleichung kann man also den Druck unter Wasser ausrechnen. Man kann natürlich diese Formel hier auswendig lernen, aber ich wollte euch mal zeigen, wie diese Formel zustande kommt, denn aus der hydrostatischen Grundgleichung lässt sich auch die barometrische Höhenformel herleiten. Und bei der barometrischen Höhenformel ist die Dichte der Luft nicht konstant. Über der Höhe nicht konstant. Jetzt brauchen wir nur noch unsere Tauchtiefe H und die Dichte der Flüssigkeit, hier Wasser, und den Umgebungsdruck an der Wasseroberfläche in diese Formel hier eingeben. Und schon können wir den Druck in Tauchtiefe Z1 ausrechnen. Ich habe noch ein paar andere Werte ausgerechnet, weil ich sonst nichts Besseres zu tun habe. Also der Druck in 50 Meter Tiefe ist etwa 5,8 mal höher gegenüber dem Druck an der Wasseroberfläche. Und mir tun schon die Ohren weh bei 3 Meter. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie es sich anfühlt bei 50 Meter Tauchtiefe. Also, hat euch dieses Video gefallen? Ich habe noch andere Videos und weitere kommen hinzu. Also nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, um meine neuen Videos nicht zu verpassen. Tschüss, wir sehen uns im nächsten Video.